In der kantonalen Strafanstalt Sachsenried steht seit dem 1. November an der Seite des Direktors von Martin Vinzenz eine Frau, die Barbara Loser. Und ich bin mit ihr ins Gespräch gekommen. Wir sind in der Strafanstalt Sachsenried, die offene Anstalt, die erste offene Anstalt der Schweiz, ist mehr als 50 Jahre alt. Offenheit war damals etwas Besonderes gewesen. Und die Frau, die ihr hier seht, ist Barbara Loser. Für mich auch wieder etwas, das eine Offenheit für die Strafanstalt zeigt. Die erste Vollzugsleiterin, vielleicht kann man auch sagen, die erste Frau als stellvertretende Direktorin eben bei dieser offenen Anstalt Sachsenried. Barbara Loser, wie ist es da dazu gekommen? Also ich habe die Stelle als Vollzugsleiterin ausgeschrieben gesehen, damals, vor einem Jahr ist das gerade her, und hat mich gerade angesprochen. Also ich war damals noch bei der KESB tätig und war aber früher noch immer im Strafrecht tätig. Und da hat mich immer sehr fasziniert, mit diesen Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich diese Stelle gesehen und habe gedacht, die ist es. Und wirklich, ich habe gesagt zu meinem Mann, jetzt habe ich eine Stelle gesehen, die passt genau zu mir. Dann habe ich mich da beworben und schon im ersten Gespräch habe ich gemerkt, ich passe hierher. Die Leute passen mir, die Atmosphäre passt mir. Es ist so eine offene und auch in dem Forschungsgespräch, wir haben recht viel gelacht in dem Forschungsgespräch. Das ist für mich so untypisch und das hat mich total angesprochen. Jetzt habe ich gehört, Mann, Kind. Genau, beides. Das Kind hat nichts gesagt. Was hat der Mann gesagt? Der Mann hat auch gut gefunden. Also er hat jetzt überhaupt keine Berührungsängste. Also ich war ja lange vorher in der Staatsanwaltschaft tätig und hatte auch mit Menschen, Verbrechern, wie wir sagen, zu tun gehabt. Er hat mich aber auch nie geschreckt und mein Mann hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt zu gefährlich oder so gar nicht. Er hat auch gefunden, das passt zu dir und das ist der richtige Ort und mach das. Und ich weiß nicht, bin heim vom Vorstellungsgespräch und habe gesagt, wenn die mich nehmen, dann ist es, das würde ich unbedingt machen. Ja, und dann hat es zum Glück geklappt und sie haben mich genommen. Und dann habe ich angefangen im Februar von diesem Jahr. Und ja, ich habe mich auch schnell wohlgefühlt. Ich habe schon viel kennenlernen. Und auch jetzt ist es nicht so, dass ich alles schon immer gerade weiss. Das ist ein grosses Gebiet, hat viele Mitarbeiter, die man schon noch kennenlernen. Aber ich habe mich wirklich von Anfang an wohlgefühlt. Und ich glaube, ich bin auch gut angekommen und ich habe gut ins Team gepasst. Ja, wo dann der bisherige stellvertretende Direktor pensioniert worden ist, ist das halt Thema gewesen, wer übernimmt da. Und da ist mir sicher auch mein beruflicher Hintergrund, dass ich Juristin bin, zu gut gekommen. Und der Martin hat dann mich, glaube ich, vorgeschlagen. Das kann er ja nicht selber entscheiden. Der Martin, muss ich sagen, ist der Martin Vinzenz, genau, Direktor. Der Direktor. Und Sie sind jetzt eigentlich stellvertretende Direktorin, oder? Genau. Ja. Das heisst, wenn er nicht da ist, wenn er abwesend ist oder Ferien hat oder so, dann übernehme ich eigentlich seine Funktion und bin dann die erste Ansprechperson für alles, was hier läuft und geht. Sie sind Familienfrau, Sie sind Juristin, Sie sind Anwältin, also mit Patent, ja. Bei der Staatsanwaltschaft, haben Sie gesagt, bei der KESB geschafft, also eine reichhaltige Erfahrung auf gesellschaftlicher und eben auch auf diesen Bereich herum. Eigentlich würde ich denken, als Vollzugsleiterin, die wichtig wäre, oder? Ja, ich denke, also ich glaube, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, hilft mir sehr. Also erstens sicher mal, dass ich null Berührungsängste habe mit Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Hintergründe und auch mit egal, was für Taten oder für Straftaten da Menschen gemacht haben, das macht mir irgendwie nicht so Eindruck, weil ich kenne das schon. Und ich habe schon immer mit so Menschen zu tun gehabt, beruflich. Und für mich war das schon immer Alltag. Auch in der KESB, das sind zwar nicht irgendwie verurteilte Straftäter, aber es sind auch Menschen mit schwierigen Hintergründen. Und das prägt mein ganzes Berufsleben. Ich habe immer in diesem Bereich eigentlich gearbeitet. Und das fasziniert mich auch und das interessiert mich. Und das hilft mir sehr, dass ich schon mit ganz verschiedenen Menschen zu tun gehabt habe, mit gefährlicheren Menschen, weniger gefährlich. Und macht mir in dem Sinn nichts aus. Ich kann mit diesen Menschen sehr gut in Kontakt kommen. Und das ist sicher hilfreich. Und dann ist es sicher auch so, dass ich, das ist nicht zwingend Voraussetzung, dass ein Jurist diese Stelle übernimmt. Aber es ist von grossem Vorteil, weil es wird einfach immer mehr verlangt in diesem Bereich. Also unsere Disziplinarverfügungen, die wir aussprechen müssen, wenn ein Insass gegen die Regeln verstoßen hat, die werden heute viel eher überprüft, als das früher noch vorkam. Viel mehr Insassen kommen schnell mit dem Satz, ja, dann nehme ich mir einen Anwalt, ich bin nicht einverstanden mit dem. Und da ist es sicher von Vorteil, wenn ich dann sagen kann, ja, das können Sie gerne machen, aber das macht mir jetzt nicht so Eindruck, ich kenne das, also ich bin das ja selber. Also das ist jetzt etwas, das ist auch häufig so eine Drohung von Insassen und das hat dann bei mir nicht den gleichen Effekt. Dann sage ich, ja, das ist doch gut, wenn das jemand prüft, ich bin sicher, das verhebt juristisch, machen Sie das nur. Ja, und dann müssen wir auch immer wieder neue Konzepte erarbeiten und auch da denke ich, ist es hilfreich, der juristische Hintergrund, schon rein von der Vorgehensweise, wie man gewisse Sachen anschaut. So, dann denke ich, das hilft einem schon in dem.
Man sieht sie an, sie sind offen, sie sind interessiert natürlich dem, sie sind engagiert, dass sie haben gesagt, sie sind gut angekommen. Also immerhin, es sind glaube ich, über 125 Insassen, die inhaftiert sind, über 10 glaube ich, in Halbfreiheit oder Halbgefangenschaft, wie man dem auch sagt. Genau. Also sind sicher auch herzige, sie erzählen einem manchmal alles, das habe ich selber erlebt, aber sie sind dann auch noch Schlitzohren. Können Sie sein, dass Frauen ein bisschen anders entgegen? Das kann sein. Also ich glaube schon, dass Menge probieren, ein bisschen den Charme rauszuhängen, wenn sie mit mir ein Gespräch haben. Und dann so ein bisschen denken, sie können dann Punkte machen bei mir. Also das kommt auch hin und wieder vor, dass ein Insass der anderen erzählt, der hat mich schön um den Finger gewickelt und so. Aber das ist so ein bisschen, das meinen sie dann gerne, das ist überhaupt nicht so. Also was sicher ist, von meiner Art her, ich bin sehr freundlich gegenüber den Insassen, mir ist Respekt ganz, ganz wichtig. Ich rede mit jedem so, wie ich will, dass man mit mir redet. Und das heisst aber nicht, dass man dann überkommt, was man will, oder? Aber es hat schon vereinzelt Insassen, die lieber mit mir reden wollen, als mit dem zuständigen Sozialarbeiter, weil sie einfach denken, mit mir können sie es jetzt besser. Aber es gibt, muss man auch sagen, es gibt das Gegenteil. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Insass findet, der muss mit mir, oder findet, wir können speziell gut. Es gibt auch die, die finden, als Frau haben sie mir fast nichts zu sagen und sich mit dem dann eher schwer tun. Also das gibt es auch. Es ist so ein bisschen beides, würde ich sagen. Aber es zeigt sich gleich, man hat jetzt im einen Bereich mal eben eine Fachfrau, eine Juristin da, und auf dem anderen Bereich hat man auch eine Lücke geschlossen, dass ja, weibliche Elemente eben in dieser Führungsposition, wo klar, die Insassen sind sich gewöhnt, auch mit Therapeutinnen zu reden, aber in der leitenden Stelle ist das wirklich jetzt etwas Erstes und sie sagen, das kommt gut an. Bei den meisten. Ja. Eben, es gibt so die Vereinzelten, die mit dem Mühe haben, die finden, eine Frau hat mir generell nichts zu sagen. Also diese Haltung gibt es doch hin und wieder. Nichts heisst, gell? Appenzell. Sie kommen von Appenzell. Toggenburg. Toggenburg. Aber wir reden ähnlich, wie die Appenzeller, das ist so. Also die gibt es, aber die meisten finden es eigentlich gut, dass da jetzt noch eine Frau ist. Weil es hat doch irgendwie so ein einen anderen Aspekt hineinbringt. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass das allein mich bestimmt. Also das hat ja nichts mit dem zu tun, ob ich jetzt Frau oder Mann bin. Das ist einfach auch ein bisschen meine Art. Aber viele machen es dann fest an dem, aber ich glaube nicht, dass das so stimmt. Sexismus also kein Thema. Also ich frage es aus dem Grund, es ist in Deutschland immer wieder fleissig diskutiert. Also 4 Jahre gab nach dem Vorfall Himmelreich, die Journalistin vom Stern oder mit Brüderle, wo dann das so ein bisschen salopp dahergeredet hat und so, kommt es immer wieder das Sexismus. Also Sexismus in dem Bereich, dass man irgendwie als Mann probiert, Macht auszuüben auf eine Frau, bloß weil Frau Frau ist. Da merken sie nicht. Nein, aber ich glaube, da hat wirklich stark auch mit der Hierarchiestufe drin, wo ich jetzt drin bin, ich glaube, so als Betreuungsperson, wo wir ja auch Frauen haben, ist man eher mit dem mal konfrontiert, dass da mal irgendeine blöde Bemerkung kommt oder so. Das merke ich, würde sich Insassen nicht getrauen. Weil, also Insassen wissen ganz genau, wer für was zuständig ist, wer welche Entscheid fällt. Das wissen sie auch schnell. Und sie wissen genau, dass wenn es zum Beispiel um Urlaub oder so geht, dass jede Gesuche bei mir über den Tisch gehen. Und da wird sich eigentlich keiner verderben. Und ich merke schon, sie sind sehr respektvoll mir gegenüber. Also jetzt noch selten. Also, was hinten durchgeredet wird, das ist ein anderes Thema, muss man auch sagen. Aber mir gegenüber, so direkt, da wird sich keiner getrauen. Es hat einmal einen Vorfall gegeben, wo einer in einer Arrestzelle blöde Bemerkung an die Wand geschrieben hat über mich. Und dann, ja, aber da war einfach einer, der halt würdig war. Und dann ist es schon auch in den Bereich Sexismus gegangen, und über einen Mann sicher etwas anderes geschrieben hat, als jetzt über mich, also Frau. Aber das haben wir dann einfach wieder übermalt. Ich habe es gar nicht thematisiert. Das war für mich auch kein Thema. Aber mir direkt gegenüber hat sich noch nie jemand getraut, etwas rauszunehmen. So mehr, dass sie mir mal ein Kompliment machen und denken, sie können mit dem etwas gewinnen. Ah, dann heute sehen sie denn gut aus. Das gibt es schon mal. Aber dann sage ich einfach, Gott, danke vielmals und gehe weiter. Also, ich glaube, es kommt auch darauf an. Also, da, ich tue das auch nicht so wert. Aber jetzt wirklich, einen wirklich sexistischen Spruch habe ich jetzt direkt ins Gesicht noch nicht gehört. Bestätigt das, was ich immer wieder denke, es gibt manchmal mehr Unterschiede zwischen den Menschen als zwischen Mann und Frau. Sie sind doch eindeutig eine taffe Frau. Das heisst, mit der Antwort, sie haben sich jetzt für den Job beworben. Und man sagt immer, in den Führungspositionen braucht es Frauen. Ich denke immer, es hat viel zu wenig Frauen in den Führungspositionen. Das hängt, wenn ich das richtig verstehe, wie Sie es sagen, nicht zuletzt auch noch an den Frauen, die sich manchmal ein bisschen mehr trauen dürfen. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, Frauen sind heute immer noch in dem Karriere oder Kind. Also ich spüre es auch bei Kolleginnen im gleichen Alter wie ich, die auch noch Kind haben, oder? Dass man sich da, dass viele Frauen meinen, sie müssen sich da entscheiden. Und dass man beides kann haben, ist halt so in der Schweiz und auch mit den Strukturen, die wir haben, mit Kinderbetreuung, Schule, immer noch schwierig. Also das ist, also ich muss zugeben, ist auch für mich eine Herausforderung und für meinen Mann und für unser Umfeld. Wir müssen es gut organisieren. Es ist nicht so, dass das nur einfach ist. Und dann gibt es einmal Leute, die das kritisch hinterfragen. Und da muss man auch, also gerade zumal andere Frauen durchaus auch kritisch sind, so quasi, kannst du so viel arbeiten, du hast doch auch noch Kind.
Und wie machst du denn das? So ein bisschen, einerseits bewundern sie ein bisschen, bewundert es auch, aber auch so ein bisschen ein Vorwurf. Manchmal spüre ich das auch ein bisschen raus, dass da schon ein Vorwurf ist. Obwohl ich, der Meinung bin, wir haben das bestens organisiert und dass das für unser Kind das Beste ist, so wie das ist. Das ist so der eine Punkt. Und ich glaube schon, es ist wie beides. Dass Frauen auch ein bisschen weniger gefördert werden, aber sich auch schlechter verkaufen und sich weniger zutrauen. Das erlebe ich schon auch. Geht es natürlich weiter weg vom Job aus ausüben, aber trotzdem schauen Sie als Sockenburgerin auch ein bisschen ins Ausland. Es sind Kitten angesprochen. Genau. Also meine Frau ist zum Beispiel jetzt eine Kärntnerin. Da kostet eine Kitten zum Beispiel Besenmatt 150 Euro im Monat. Mhm. Bei uns ist ein Tagesersatz von 80 Franken. Sie sagen, wir haben die Strukturen nicht, oder? Mhm. Denn in Deutschland, wenn wir schauen, Manuela Schwesig, die für das zuständig ist für Kitten, auch andere haben heute sogar, ja, eine Ostdeutsche, die eine höchste Position, also ja, Merkel, geschafft hat. Also müssen wir da auch noch ein bisschen nachholen und sind Sie jetzt vielleicht da ein Beispiel, wo man zeigen kann, liebe Frauen, es geht, und vielleicht den Männern auch zeigen können, es geht eben auch mit einer Frau. Also ich denke, also ich will jetzt nicht das Beispiel sein, aber ich glaube wirklich, dass die Schweiz schon noch zu nachholen. Das ist nicht nur einerseits Strukturen, aber auch so die Einstellung der Leute, oder? Also lustigerweise, ich habe genau eine Kollegin, die auch so eine Führungsposition hat, eine Frau, und die ist ursprünglich aus Ostdeutschland. Und für sie ist das überhaupt kein Thema, dass sie das machen, dass ihr das Kind, das noch kleiner ist, fremdbetreut. Das war für sie Alltag gewesen. Und in der Schweiz ist das noch sehr wenig Alltag. Da, ja, da, also ich sage jetzt das böse Wort, Rabenmutter, das ist schon immer noch ein Thema, es erstaunt einem, aber es ist immer noch ein Thema. Und ich glaube, ja, die Schweiz ist da irgendwie in diesem Bereich weniger weit als andere Länder. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ich tue nicht mehr das beurteilen. Ich finde einfach, und das sage ich immer allen, man sollte können wählen. Weil ein Modell, das jede Familie wählt, und es gibt kein Modell, das einzig richtig ist. Und da glaube ich ganz fest. Und ich finde, wenn jemand nur daheim sein mit dem Kind, ist das tipptopp. Aber wenn jemand das nicht will und noch andere Pläne hat im Leben, ist es auch okay. Finde ich super. Auch als Mann jetzt quasi hinter der Kamera und dem Mikrofon, man sieht, wir sind, aber finde ich super, eben, dass wir vielleicht auch in diesem Bereich mal ein kleines bisschen neuzeitlich denken. Mhm. Zurück zum Sachsenried. Wenn Sie jetzt so schauen, gibt es da Sachen, wo Sie jetzt denken, man könnte in Zukunft auch noch ein bisschen anders machen, andenken, hat die Frau schon unter Umständen auch... Also, ich würde sagen, es gibt viele, aber es gibt schon einige Sachen, gerade in der Abteilung Vollzug, wo ich schon denke, da könnte man noch anders arbeiten. Also ich habe ja noch ein Nachdiplomstudium gemacht, Kriminologie, bevor ich da überhaupt wusste, dass ich da mal landen werde, und habe mich dort auch mit dem Thema Resozialisierung befasst. Und das finde ich ein total spannendes Thema. Und da kann man sicher noch mehr machen. Man muss halt immer fragen, was ist machbar, oder? Dann sind so die Ideen, und dann muss man schauen, wenn man es auf den Alltag bricht, ist es machbar. Und mir war jetzt im ersten Halbjahr wichtig, mal kennenzulernen, was läuft denn da, und nicht kommen und sagen, jetzt machen wir es so und so und so. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn man neu kommt. Und jetzt habe ich aber schon ein paar Sachen gesehen, und jetzt bin ich so ein bisschen dran, zu überlegen, wo könnte man so ein bisschen Fortschritt machen, damit halt auch unser Ziel, das wir ja mit jedem Straftäter haben, dass es dann draussen schafft, dass er resozialisiert ist, dass man da noch ein bisschen mehr könnte machen. Und da bin ich jetzt dran, und da muss man aber auch, finde ich, nicht zu schnell vorgehen, weil man Mitarbeiter, die da schon x Jahre arbeiten und viel Erfahrung haben, die muss man mit einbeziehen und auch so ein bisschen deren Bedenken ernst nehmen und so. Also es hat wirklich jetzt hin und wieder Situationen gegeben, wo ich dann gehört habe, nein, das kannst du so nicht machen. Und wenn ich dann nachgefragt habe, ja, warum nicht? Nein, wir haben das nie so gemacht. Das haben wir immer anders gemacht. Eben, und denkt man, das ist ja etwas Neues, oder? Wenn jemand kommt, dann kann man nicht mehr sagen, in der Region sagen wir Albigs und Albigs, oder? Also, man bleibt immer vom gleichen Hocken. Resozialisierung, ihr macht ja mit Kunst, das ist Kunst im Knast, das wird Theater gespielt, dann ein Haufen Betrieb. Also, aus meiner Sicht wird enorm viel gemacht, richtig, Resozialisierung. Aber, und da denke ich mir immer, dann können Sie aus der Gesellschaft. Ist Gesellschaft reif für die Rehabilitation? Also, denkt man manchmal, vielleicht muss die Gesellschaft auch lernen, das, was man da wirklich mühsam und mit viel Engagement aufgebaut, dann dort auch zu tragen. Das ist so. Das ist heute immer noch ein Stigma, wenn man im Gefängnis war. Also, wenn ich den Insassen sehe, die sich dann bewerben, wenn es Richtung Entlassung geht, und das gar nie in eine zweite Runde kommen, weil sie müssen es ja irgendwie deklarieren, oder? Die meisten sind, ich empfehle immer, man muss es ehrlich sagen, weil irgendwann kommt es so aus, dass man im Strafvollzug war, dann sagen sie lieber von Anfang an. Aber wirklich viele haben sehr, sehr Mühe, eine Arbeitsstelle zu finden. Aber ich glaube, dass und je mehr, also es ist ja generell heute vielleicht nicht so einfach, ab einem gewissen Alter eine Arbeitsstelle zu finden, oder? Und wenn man dann in dem Alter auch noch im Strafvollzug war, kommt halt nochmal ein Hindernis dazu. Und also ein bisschen, manchmal verstehe ich einen Arbeitgeber auch, wenn er aus 10 guten Leuten auslesen kann, nimmt er vermutlich nicht den, der noch im Strafvollzug war, obwohl der vielleicht wirklich auch gut war. Und da finde ich es aber manchmal schwierig, so ein bisschen die
zwei Gesichter der Gesellschaft. Einerseits erwartet man von Straftätern, dass sie sich eben bewähren, nicht mehr rückfällig werden. Und andererseits macht man es ihnen aber auch schwer, weil man ihnen wenig Chancen bietet. Und das ist für uns wirklich manchmal ein grosses Thema. Eine Frage von der Kommunikation, wo ja auch die ISO-Normen, ihr sind jetzt rezertifiziert, genau. Oder? Auch vorgehend, oder? Ja, das ist so. Da wären Sie wahrscheinlich dann auch gefordert, oder? Dass das, Sie auch nach außen gehen. Genau. Also wir versuchen natürlich schon möglichst viel, Werbung ist jetzt ein falsches Wort für das, aber möglichst offen zu sein auch für Leute, die kommen und auch für unsere Leute irgendwie gute Stellen zu finden und das auch so ein bisschen, ja, bekannter zu machen. Aber das ist schwierig, es ist ein schwieriges Thema, muss man sagen. Also es ist generell in der Gesellschaft eher Tendenz, finde ich, mehr wegzuschliessen, mehr auf Sicherheit und ja, ein gewisses Risiko bietet halt der eine, der schon im Strafvollzug war. Also es gibt ja nie eine hundertprozentige Sicherheit, oder? Und das merke ich schon, das ist eine schwierige gesellschaftliche Entwicklung, finde ich. Dass man immer mehr Sicherheit will und überhaupt kein Risiko mehr will eingehen. Und das macht es für Leute, die mal in dem inne waren, sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt etwa Mitte November, ich sage das einfach damit, wenn ihr das Interview in der Wiederholung bei uns am TV wieder mal gesehen, das ist Mitte November 2017. Sie sind seit dem Februar da, aber jetzt seit eben dem halben Monat in dem Amt, in dieser genau. Funktion drin. Meine letzte Frage, was wäre so Ihr grösster Wunsch? Jetzt kurz vor Weihnachten. Eigentlich bin ich da wie jeder normale Mensch. Ich möchte, dass meiner Familie und meinen Leuten, die ich gerne habe, gut geht und wir alle gesund bleiben. Das ist nach wie vor mein Grund. Das klingt so völlig klischeehaft, wieso? Aber das ist so. Dann gibt es doch noch eine letzte Frage. Es ist halt so wichtig, dass man trotz dem Job irgendwie auch die Freude an dem nicht verliert, wo man ja unglaublich viel kennt und sieht. Ja. An dem nicht verliert, was sich dann eben außerhalb vom Job abspielt. Das ist das Wichtigste, finde ich. Also ein guter Ausgleich neben dem, das ist das Wichtigste. Aber was auch wirklich wichtig ist, und das finde ich da wirklich auch gut, wir haben so viele lustige Momente auch da unter den Mitarbeitern. Und das braucht es, um die Arbeit gut zu machen. Weil wir haben auch viel mit negativen Sachen zu tun. Dann wieder Rückfälle und wieder das Gleiche. Und wieder einer, wo man schon mal denkt, der ist auf einem guten Weg. Wenn man da so ein bisschen, dann würde man es nicht machen. Und darum ist es wichtig, dass man gute Mitarbeiter, ein gutes Teamklima hat, dass man wirklich auch oft kann lachen. Und das machen wir hier am Sachsenried. Und da finde ich wirklich etwas vom Besten, dass die Atmosphäre so gut ist. Und dass man es dann daheim halt auch noch irgendwie etwas macht, wo einem Freude macht. Ja. Aber das geht, das ist, glaube ich, jedem Beruf gleich. Also. Aber es gibt nicht immer so viel Freude hier im Alltag. Da muss man sich sonst irgendwo machen. Das ist so.